Guten Morgen, ihr Lieben. Ich dachte, ich mache einen schnellen Silvester-Glam-Look. Ich gucke mal, was ich für Glitzer benutzen werde. Ich werde auf jeden Fall was benutzen. Die Töne, sagt so die russische Zeitschrift, man soll immer in verschiedenen Farben ins neue Jahr starten. Es gibt immer bestimmte Farben, welches Jahr man benutzt. Ich habe mich so ein bisschen dran gehalten. Es heißt so silbrig, beige, dezent, nicht zu farbig, also eher so ruhige Töne. Man soll ruhige Farben tragen, so nude und so. Und das habe ich gedacht, ich benutze Silber. Silber geht eigentlich immer im Silvester. Und ich habe ein paar Paletten rausgesucht, was für euch eine Inspiration sein könnte. Und zwar habe ich einmal die Royal Affair Beige Cosmetics Palette rausgesucht. Und zwar ist hier auch ein Silber. Es sind ein paar Nude-Töne drin. Vielleicht könnt ihr daraus was Schönes zaubern. Müsst ihr mal selber entscheiden. Dann habe ich noch rausgesucht. Es ist zwar so ein Dunkelgrau, aber in der Festivalpalette von BH. In dieser hier ist auch was drin. Ne? Sorry, ich sehe gerade echt mega fertig aus, aber that's life. Festivalpalette ist eben so ein Dunkelgrau drin. Vielleicht könnt ihr daraus was Schönes zaubern, wenn ihr das außen auftragt oder sowas. Dann habe ich die Firsty von Jeffree Star drin, denn der hat einen mega Silberton. Das ist die Palette hier und das da. Das ist der hier. Also, das ist richtig geiles Silber. Also richtig, richtig, richtig Silber. Könnte die anderen ja auch mal switchen. Also ich switche jetzt mal den Festival. Das, wie gesagt, ist eher so ein gräuliches. Da würde ich eher den in Außenwinkel benutzen. Und von der Royal Affair, der muss auch richtig schön sein. Ja. Der ist noch mal ein bisschen heller als der von Jeffree Star. Schaut mal. Und dann, meine Hübschen. Also die kann ich euch auch mal für so ein Silvester-Glam und Weihnachts-Glam-Make-up empfehlen. Dann haben wir hier die Just to the Beauty-Palette von Color Drain. Ich muss sagen, Color Drain hat mega, mega, mega pigmentierte Farben und der hat auch ein Silber drin. Das ist dieses wunderbare Silber und das ist. Ich weiß es nicht. Es ist wie flüssiges Silber. Also man kann damit wirklich super schon eine Cut-Crease ziehen, ohne damit irgendwas zu arbeiten, weil das so glitschig ist. Die hat auch, wie gesagt, so ein Dunkelgold. Und die kann ich euch auch mal für so Silvester-Make-ups und Weihnachts-Make-ups mit dem Gold empfehlen. So, ihr Lieben, ich musste meine eigenen Weihnachtsgeschenke mal schnell auspacken, was ich mir von meiner Schwiegermutter gegönnt habe. Wahnsinn, ihr werdet einen mega, mega gigantischen Haul sehen. Nicht große Dinge, sondern kleine und filigrane, wunderschöne Paletten. Gott, meine Liebe. Okay, weiter geht's. Diese Palette ist wunderschön. Die kann man super zu Silvester tragen. Man kann eigentlich jede Palette zu Silvester tragen. Ihr versteht schon, ich habe jetzt Bademantel angezogen, verwischt, Bademantel ausgezogen, wieder verwischt und wieder angezogen und wieder verwischt. Also, ja. Dann habe ich noch eine und zwar die Sultry. Und ich glaube, heute schminke ich mich auch damit, weil die meisten würden sie auch wahrscheinlich haben. Die sieht so aus und innen drin ist wunderschön silber. Man kann auch so Roségold. Wie gesagt, es ist so nude. Ihr müsst mal googeln. Ihr müsst mal googeln. Hä? Es ist kein. Ich habe jetzt aus Versehen das Roségold noch geswatcht. Und das Silber. Es ist so ein. Ja, es ist kein richtiges, kein reines Silber. Es hat irgendwie so einen rosa Stich drin. Wunderschön. Ich würde auch tatsächlich jetzt einen Look damit machen, weil es auch jemand gewünscht hat. Hier sind nochmal die ganzen wunderschönen Farben. Ja, ich muss nämlich noch einkaufen. Es ist 9:30 Uhr. Ich weiß sonst nicht. Und genau, auch die letzte Palette, die ich euch noch vorschlagen würde, ist die Desert Oasis von BH Cosmetics. Die hat auch zwar kein reines Silber,
Aber sie hat viele Schimmertöne, die man gut dafür verwenden kann. Zum Beispiel hier dieses da unten oder das Rosé hier, den Highlighter. Das sind so nudige Geschichten eher, aber kein Silber, sondern wirklich viel Farbe. Also falls ihr Glitzer oder sowas benutzt, dann sieht man die Farbe wahrscheinlich eh nicht so. Bei mir wird es eher so ein nudiges Silber, würde ich mal behaupten. Deswegen, wir fangen jetzt auch an, sonst wird das heute ja nie was. So, ich habe schon mein ganzes Gesicht eigentlich vorbereitet gehabt mit Öl, Gesichtscreme, dies, jenes. Jetzt fange ich auch direkt an mit dem Primer. Und zwar ist meiner von Love. Also, ich bereite eigentlich relativ gut mein Gesicht vor. Ich würde sogar sagen, so ein Öl kann man ruhig 2 Stunden ziehen lassen. Ich habe jetzt nicht so die Zeit. Ich habe Ende des Jahres ein Hitte-Pan nach 6 Monaten fast in meinem Blusher. Seht ihr diesen kleinen Scheißer? La 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 la. Naja, es geht weiter. Ich freue mich. Das zeigt schon ein Ende, ja? Das zeigt schon ein Mini-Ende in diesem ganzen Blush-Gedöns. Ich bin immer noch erkältet. Ich weiß nicht, es zieht sich und zieht sich. Ich habe alles schon. Bis auf Highlighter habe ich noch nicht. Und wir kommen zu den Augen. Ich benutze diese Palette, weil es eben auch gewünscht war, ein Look damit. Und warum nicht? Ich habe sie eh noch nicht so oft benutzt. Fällt mir gerade ein. Und sie ist einfach wunderschön. Man kann einfach weinen. So schön ist sie. Ich fange an mit dem matten Beige-Ton. Oder fange ich direkt an? Nee, ich fange direkt an mit Bridge. Oder Birch. Ich habe doch keine Ahnung. So, die sind super pigmentiert. Aufpassen. Wenn ihr was. Lieber baut ihr was auf. Nicht so wie ich. Boom. Aber sie lassen sich gut verblenden. Ich habe keine Base. Also ich habe eine Base, aber die nicht gesettet. Außer ich bin mit dem Bronzerpinsel schnell so. Lang. Ich meine, ja, man kann einen Akzent unten setzen. Das kann man auch tun. Ich habe noch so einen silbernen extra gekauft für Lux in Hamburg, glaube ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man schon mal unten. Das ist die Farbe von Essence 05. Einfach so am unteren Wimpernkranz. Schon mal, dass wir uns dran gewöhnen. Und auch auf der Wasserlinie, der zum Beispiel malt. Auf der Wasserlinie. Schaut mal, der malt gut. Das ist erstaunlich. Vielleicht ist mein Auge heute auch etwas trockener. Also wie ihr seht, ich trage das wirklich großzügig auf. Und ihr seht auch, der malt auf der Haut klasse. So, ich habe keine Ahnung, was es wird. Ich muss das immer. Kennt ihr das? Das sieht dann aus wie Arsch auf einmal. Die 05 von Essence, schaut euch das an. Ich habe es extra so früh wie möglich jetzt versuchen abzudrehen, damit wir einfach irgendeinen Look kreieren können. Ja. So. Dann möchte ich direkt etwas dunkler werden und hier so ein bisschen rausgezogen. Und zwar gehe ich in den dunkelsten Ton. Das ist dieser wunderschöne Braunton. Und gehe vorsichtig mit einem Morphe M433. So. Ich ziehe mir schon mal eine Linie, wie ich es gerne hätte. Und gehe direkt in die Lidfalte. Muss meine Mami gleich noch anrufen. Ich mache so, ja, irgendwie wollte ich heute so ein bisschen eckiger sein. Ich wollte so ein bisschen wie, als wäre so Katzenaugen rausgezogen. Aber nicht jetzt bis zur Augenbraue. Also nicht unbedingt bis zur
Schläfe, sondern einfach eher so in Form des. Also ich orientiere mich ehrlich gesagt an meinem Wimpernkranz. Das mache ich natürlich dann auch auf der anderen Seite. So ein bisschen ist er schon bröckelig. Also so, da fast nicht überall Pigment scheint nur. Also ihr könnt auch immer so ein bisschen nachhelfen, indem ihr einfach nach oben zieht. Also mein Weihnachtslook war auch mein Weihnachtslook, um ehrlich zu sein. Sollte euch ein bisschen inspirieren. Ich war auch nicht in der Drogerie, um irgendwas zu kaufen, deswegen, sondern arbeite einfach mit den Sachen, die wir einfach da haben. Bis auf diesen Stift. Ich bin mir schon sicher, dass ich ihn, oder in Gold, in Roségold habe ich mir gekauft. Ich weiß nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall in Gold und Silber und ich finde, Silber ist der Beste. Bis jetzt. Die ich so benutzt habe. Ich habe noch grün geholt und braun, aber die habe ich bei Mama gelassen. Soll Mama damit spielen? So. Ich habe mir schon so eine Form geschaffen, die sehr unterschiedlich ist. So. Wir können so ein bisschen den Pinsel als Tipp. Nimmt einfach einen Schwamm und da die weiche Seite von so einem Spülschwamm, es geht auch, der hat eigentlich die ähnliche Struktur wie so ein Spülschwamm. Spülschwamm ist vielleicht noch ein bisschen feiner, aber könnt ihr auch benutzen, falls ihr nichts da habt. Und um das Ganze noch tiefer und intensiver zu machen, gehe ich in das Schwarz. Das mache ich aber mit einem feineren Pinsel, damit ich wirklich in der. Hier in dem Eck auch bleibe. Ich möchte hier in dem Eck bleiben. Morgens um 10 und Ina hat schon Smoky Eyes. Die denken noch bestimmt von gestern Abend. Nein. Und ich wundere mich, warum die Leute mich angucken. Also ich schmink erst so die Ecke und dann lasse ich mein Lid mal fallen und dann sieht man eigentlich meistens schon gar nichts. Ich habe heute wieder das Puder von Hourglass benutzt, also ja, keine Ahnung, was es eigentlich ist, was es halt machen soll. Und ich kann auch direkt schon meinen Wimpernkranz unten. Das klappt so nicht. Kann man nämlich schon dunkel machen, aber achtet darauf, dass ihr nicht auf die Wasserlinie kommt. Nicht ein bisschen. Und das Ganze können wir natürlich wieder mit unserem Pinsel, wo wir die erste Farbe hatten, ein bisschen so verblenden. Ich sag ruhiger angehen, gell? Warum bippst du da jetzt? Okay. Ich benutze jetzt mal dieses Kai Borgi, das Silber natürlich, und trage mir das erstmal ins Zentrum auf. Das ist kein reines Silber. Also ich finde okay auf dem Auge. Es ist aber eher so. Schleimi. Das ist nicht sein. Was ist da drinne, Schatz? Nur
Hä? Weißt du nicht? Oh, jetzt war ich voll aus dem Bilde. Ich trage eigentlich voll ungern Sachen mit den Finger auf. Den Rest trage ich jetzt nochmal mit dem Pinsel an. Auf. Es ist ein bisschen angefeuchtet, weil ich meinen Pinsel gerade sauber gemacht habe. Ich versuche, eine Cut Crease zu ziehen. Der Übergang, damit er nicht zu hart ist, gehe ich in das Dunkelbraun rein und trage mir das einfach da auf, wo das Silber das Schwarz trifft. Wie gesagt, als Übergang. Ihr könnt natürlich mit allem Möglichen arbeiten. Mensch, jeden selbst überlassen, was er eigentlich macht. Ich möchte auch nicht jemanden belehren. Es wäre jetzt meine Interpretation von einem Look, den jeder machen kann, wie er will. Ein bisschen trage ich mir dieses Silber hier unten noch auf. Oder ich lasse das. Nee, ich lasse es. So. Also ein bisschen trage ich mir hier so auf, aber so, dass halt irgendwie, ja, keine Ahnung, dunkelbraun. Unten am Wimpernkranz. So, und am besten arbeitet ihr. Am besten arbeitet ihr die Augen vor der Foundation. Ich wollte aber schon gerichtet sein. Also ich habe ganz viel Krümele. Und schafft euch eure Form, wie ihr sie gerne hättet. Wenn ihr lieber sagt, ich kann nicht so Katzenaugen oder eher so langgezogen, dann macht halt runde Augen. Ihr entscheidet, wie ihr rumlauft. Genau. Und ich würde mir jetzt auch einen Lidstrich ziehen. Oder trage ich. Ich habe noch so zwei Tipps für euch. Ein Tipp wäre das Color Tattoo in Silber. Das heißt, wie heißt denn das? Könnt ihr das bitte selber lesen? Das sieht so aus. Und es ist reines Silber. Und funktioniert wirklich auch gut als Unterlage. Falls ihr jetzt kein Kajal oder irgendwas habt, kann ich euch das Silber empfehlen, falls ihr öfters mal so Glitzer-Look macht. Dann habe ich noch einen Tipp, und zwar, den werde ich jetzt auch benutzen. Das ist von W7 ein Glitzer. Der hat eine leichte Unterlage von Goldglitzer, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich silbernes Glitzer. Und den werde ich heute in Innenwinkel benutzen, damit ich nicht so viel rumschmiere. Denn was anderes. Nee. Guck mal, was ich da habe. Ich habe Heavy Metals da. Ich glaube. Ich glaube, ich benutze das, weil ich habe auch noch von W7 anderes da. Aber das ist mir zu. Zu grünlich. Vielleicht erkennt ihr das. Ich benutze heute die Nummer. Oh Gott, das erkennt man ja kaum. Blitzi. Und trage sie mir hier. Ihr könnt Glitzerkleber benutzen. Und losen Glitzer. Deswegen, ich würde eigentlich die Foundation danach machen. Weil sonst fällt das ganze Schiss direkt darunter. Und dann habt ihr den Salat. So. So, ich habe mir ein bisschen dieses Glitzer auch unten an den Wimpern, in den Augen Außenwinkel gemacht. Und jetzt möchte ich so ein bisschen das noch hierher ziehen. Diese Glitzer sind nicht teuer, die kosten 5 Euro und die sind echt geil. Die halten den ganzen Tag. Also wenn sie mal trocken sind, dann halten sie auch. So möchte ich das lassen. Ich würde einfach sagen, dass mein Look soweit eigentlich fertig ist. So, ich habe gerade mein Gesicht noch ein bisschen fix Spray drauf gemacht. Jetzt trage ich mir einfach ein Lippenstift, ein Lippenstift auch, den ich super gerne trage. Ich weiß nicht, Highlighter, kommt drauf an.
Ich hoffe, die Augen sind trocken. Könnt ihr bitte schauen, wie schön das ist. Highlighter-technisch habe ich so einzeln. Ah doch. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Bleibt mir gesund. Sag mal gute Rutsch. Sag mal gute Rutsch. Gute Rutsch. Und wir sehen uns im nächsten Jahr ganz frisch. Gute Lutz! Gut. Du bist klasse, Schatz. Genau, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Rutsch. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis gute bald. Lutz. Mir fiel noch was ein, und zwar die da. Die gibt es auch in Silber und Dunkelgrau und sowas. Die guckt euch doch mal von Essence an. Ja. Schaut mal, die sind Hammer. Also wenn ihr irgendwie sowas metallisch, also richtiges metallisches Zeug haben wollt, könnt ihr das auf jeden Fall benutzen. Auch als Grundlage. Meine Wimpern sind unten einfach zu lang. Die Dätschen da unten. So. I'm ready. Guten Rutsch. Bis im nächsten Jahr. Ciao, ihr Lieben.